Mit Milchtüten sind nicht etwa Milchtank gemeint und auch nicht die Kumo-Milch, welche von ihnen gewonnen wird, sondern eher diese Premium-Turnierkollektionen, den Drachenwandel und noch einige andere Sets drinstecken. Ja, bisher sind das alle Milchtüten, die bisher erschienen sind. Und ich glaube auch sogar in dieser Reihenfolge, zumindest waren das die ersten beiden, in denen auch natürlich noch Drachenwandel drinsteckt. Und dann kamen die von Cyrus und Sephora noch hinterher. Ja, Leute, ich würde sagen, ich packe das Ganze einmal ganz schnell aus. Die Promokarten können wir uns vielleicht noch angucken und die Booster. Aber den Rest müssten wir eigentlich mittlerweile kennen. Okay, Leute, es waren jetzt dann doch etwas andere Booster drin, als ich erwartet hätte. Also wir hatten in der Professor Esche auf jeden Fall zweimal Drachenwandel drin. Die freuen wir uns natürlich. Und in der Mary-Box hatten wir Flammende Finsternis, Farbenschock, Sword and Shield und Schaurige Herrschaft. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube eigentlich, dass sie gleich zeitgleich rauskamen. Aber okay, hier haben wir auf jeden Fall Silberne Sturmwinde, Astralglanz, Strahlende Sterne und Fusionsangriff. Die beiden nehmen sich definitiv nicht viel. Ich würde aber sagen, wir starten einfach mal mit... Nee, Drachenwandel heben wir uns mal wieder zum Schluss auf. Wir starten jetzt einfach mal von... ja, mit der Mary-Kollektion hier, ne? Wir haben Flammende Finsternis, ein Booster-Pack dabei, könnte noch ein Glurak drinstecken. Sind wir auf jeden Fall mal gespannt, ob wir da Glück haben. Ich muss natürlich heute nicht hier rumswitchen, was den Kartentrick angeht, das beruhigt mich so ein bisschen. Okay, Leute, also wir haben auf jeden Fall einmal die Pflanzenenergie. Aber bevor ich hier groß weiter laber, heute an euch nochmal die... Quizfrage des Tages, und zwar haben wir jetzt heute schon so ein bisschen das Thema Miltank angeschnitten und okay, Flammende Finster ist schon mal wack gewesen. Ja, wann kam das letzte Miltank-Artwork oder die letzte Miltank-Karte im Allgemeinen raus? Heute einfach mal so eine ganz spezifische Frage, mal gucken, ob ihr sie wisst, weil Miltank hat man jetzt nicht unbedingt oft auf dem Schirm, deswegen achtet man jetzt auch nicht unbedingt drauf, wann da denn mal eine Karte rauskommt, ne? So. Also, wir widmen uns jetzt einmal Farbenschock. Haben wir auch schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Wir haben auf jeden Fall einen Glumanda, dann haben wir einen Schwalbini, einen Flickneul, Unra Tytox in Reverse und wir haben eine Schönheit. Oh mein Gott, in Full Art. Okay, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich die eigentlich noch nicht habe, weil, ja, ich glaube, die könnte man, wobei die ist eher sehr unscheinbar, ne? Weiß ich jetzt nicht, ob ich die groß auf dem Schirm hätte, wenn sie schon im Binder existiert. Nehmen wir auf definitiv erstmal mit. So, ich muss mir jetzt gerade hier erstmal ein bisschen Platz machen, weil wir wollen es natürlich auch heute ein bisschen austoben. Natürlich nicht hoffentlich allzu lange, denn wir haben hier auf jeden Fall super viele Booster zum Öffnen. Aber ich will damit jetzt nicht Ewigkeiten verbringen für euch, damit das Video jetzt auch nicht allzu krass lang geht. Aber okay, wir haben auf jeden Fall sehr viele echt schöne alte Schwert- und Schildkarten noch dabei, wie dieses Belektro in Holo. Und wir haben hier in so gut wie jedem Set eigentlich noch coole Karten hier rauszuholen. Sword and Shield wüsste ich jetzt tatsächlich nicht ganz so viele. Leute, falls ihr hier noch eine Chase-Karte drin habt, dann ja, drückt die Daumen, dass wir sie vielleicht sehen. Ich habe hier gerade in Sword and Shield tatsächlich keine, also nicht in dem Base-Set. Wir haben auf jeden Fall Nebulak, dann haben wir Gladiantri, ein Thermopod, nochmal ein Voldi, okay, Kloptopus und dann direkt die Entwicklung Kaokto. Ja, Schaurige Herrschaft wäre auf jeden Fall nochmal einige coole Altarts drin, genauso wie in Silberne Sturmwinde, Drachenwandel, ja, bin ich ehrlich, nehme ich uns jetzt natürlich, haben wir ja letztens schon einmal geöffnet, war jetzt nicht wirklich was Crazyes drin. Ich gucke einfach mal, was wir heute da rausziehen. Ich setze jetzt uns mal nicht unter Druck. Ich bin einfach mal gespannt, was wir heute, ja, nochmal so ziehen können, ne? Vielleicht, wie gesagt, eine Karte würde hier komplett alles rausholen, weil die Milchtüten sind jetzt, also preislich sind die neueren jetzt echt, glaube ich, sogar gedroppt. So 20, 30 Euro könnt ihr die Cyrus und die Sephora zumindest schon mal bekommen. Die Mary und, oh, Schneegipfelpfad. Tatsächlich sehr cool. Ja, die Mary ist, weiß ich nicht, warum die so teuer ist, weil die Sets sind natürlich nicht ganz so geil. Aber wahrscheinlich wegen Mary an sich. Das könnte ich mir nochmal vorstellen, weil Mary einfach aus Sword and Shield, glaube ich, der beliebteste Charakter war. Ja, ich hatte mir eigentlich auch überlegt, die Milchtüten alle noch sealed zu lassen. Aber sind wir ehrlich? Also ich hatte sie mir dann, ne, ihr seht im Hintergrund, dass...
Regal und dann hatte ich sie damit oben stehen. Ich bin jetzt nicht so der krasse Sealed-Sammler. Wie gesagt, ihr seht es halt selber, ich habe hier noch einige Displays. Okay, irgendwie muss ich gerade sagen, nicht ganz so Glück, was die Hitze gerade angeht. Ne? Aber okay, mal gucken, was in silberne Sturm, wenn hier nochmal so drin ist. Ja, noch so einige Displays und so rumstehen, die seht ihr jetzt gerade aber tatsächlich nicht. Ja, ich bin jetzt, wie gesagt, nicht der größte Sealed-Sammler. Ich habe auch irgendwann noch vor, die Displays und so definitiv zu öffnen. Wenn so ein bisschen Zeit verstrichen ist, alleine einfach nur mal so ein bisschen um... wenn so ein paar Jährchen vergangen sind, dann kann man doch mal so ein knackiges, schaurige Herrschaft oder silberne Sturmwinde Display öffnen. Mittlerweile habe ich damit aber auch so ein bisschen aufgehört. Und die Milchtüten mussten jetzt heute einfach mal dran glauben, weil irgendwie war ich dann doch nicht mehr so Fan von sie geschlossen zu lassen. Ich weiß nicht, einfach, sie sind irgendwo vom Thema her cool, aber sie sind jetzt nicht so, dass ich es mir jetzt doch noch langfristig hier irgendwo hinstellen wollte. Kirlia tatsächlich auch super spielstark. Hier drin immer noch mal ganz coole Karten zum Spielen, ne? Aber nicht wirklich zum Sammeln, Leute. Also was ist denn hier gerade los? Eigentlich öffne ich hier nur so vor mich hin und gucke mir so ein paar Commons und Rares an. Aber so ein bisschen mehr sollte es dann doch schon werden, muss ich ehrlich gestehen. Naja, wir haben ja auf jeden Fall die weißen Codes, ne? Die machen uns das so ein bisschen... Aber okay. Wir wollen hier einfach mal reingucken. Wir haben Sabayone, dann haben wir mal Siegfried und ein Traumato. Weberak, Trassler, Glibunkel, Monozyto, Kobalium und Hutsasa. Damit haben wir schon mal die ersten silberne Sturmwinde-Packs schon mal hinter uns, okay. Lasst mich lieben gerne wissen, wie ihr die Milchtüten findet oder gefunden habt. Habt ihr sie geöffnet oder habt ihr einfach gesagt, die kann ich mir komplett schenken? Brauchen wir nicht groß weiter drüber sprechen. Naja, wir haben Damierplex, wir haben Baldorfisch, ein Sichlor, Togepi, ein Vadribi, ein Evoli und wir haben mal einen Starmie dabei. Ja, Zeit ist natürlich mega worth, nach so 10 Packs knapp gefühlt mal so ein Starmie dabei zu haben. Aber weiß ich jetzt nicht, ob wir schon erkennen können, in welche Richtung das hier heute geht mit einer Schönheit und einem Starmie. Mal sehen. Also, wir sind jetzt immer noch bei Astralglanz, jawohl. Wie gesagt, die Milchtüten, cooles Thema. Ich glaube, zum Öffnen auch ganz geil, weil da halt, es waren jetzt halt ja auch Deckboxen und so dabei. Wie gesagt, die Milchtüten sind jetzt an sich nichts Neues. Die kennt ihr eigentlich schon. Deswegen habe ich jetzt hier die Promokarten und so jetzt nicht wirklich nochmal gezeigt. Wobei, ich sagen muss, die letzten habe ich gar nicht rausgeholt. Befehl vom Boss natürlich sehr cool und Mary auch sehr schön. Wie gesagt, eher zum Sammeln. Befehl vom Boss und Forschung des Professors natürlich auch mega, ne, also in jedem Deck vertreten. Wer jetzt das TCG spielt und vielleicht auch sogar darauf bedacht ist, ein High-Rarity-Deck, das hört sich eher so an wie ein, als würde gerade so ein, Toxiquark. Oh, Quaken! Lol, wir haben Gloria! Ausstrahlende Sterne hier drin. Da verschlägt's mir schon glatt die Stimme, Leute. Okay, die nächste Trainer-Full-Art. Okay, ich glaube, das ist irgendwie lustig, ne? Wir haben hier gerade in den Turnier-Premium-Kollektionen, in denen es eigentlich um die Trainer geht, bisher schon 2 Trainerkarten drin. Und Gloria sogar echt eine schöne Karte. Aus der... Oh mein Gott, ist das der Protagonist aus der 5. Gen auf Route 1? Okay, ich will jetzt hier gerade nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das müsste ja eigentlich quasi der Protagonist aus der 5. oder der Schwert- und Schild-Gen sein, ne? Naja, ich glaube, es kann auch sein, dass ich durch Karmesin und Purpur gerade einfach in der 5. Generation so ein bisschen hängen geblieben bin, weil es da ja sehr oft um die 5. Gen momentan geht. Na gut, Baldorfisch, dann haben wir Farbigel, dann haben wir Damierplex und ein Viridium und damit ist die 2. Turnierkollektion auch schon rum. Wir widmen uns jetzt der Sophora. Also, ja, jetzt wo ich natürlich die Ausbeute sehe, hätte man sie irgendwo sealed lassen können. Aber gut, das weiß man natürlich vorher nicht. Vor allem die Mary Box, die wäre
Sealed 1000-mal wertvoller noch gewesen. Aber egal. Ich will jetzt nicht jammern. Ich hätte es mir natürlich schon vorher denken können. Die Wahrscheinlichkeit, dass man da nochmal natürlich... Oh, Aeropteryx natürlich in Lugia-Decks auch nochmal ganz stark. Vielleicht können wir das Lugia hier jetzt noch hinterherziehen. Man weiß es nicht. Wäre natürlich cool, ne? So, habe ich euch die ganze Zeit die Codes gezeigt? Ich weiß es natürlich auch gar nicht. Bin wieder so richtig hier im... Oh, ergreifendes Aroma, auch geil. Bin wieder richtig im Redefluss hier drin, Leute. Ihr merkt es wahrscheinlich. Habe jetzt natürlich auch schon längere Zeit nicht mehr aufnehmen können. Das wird sich jetzt demnächst aber nochmal auf jeden Fall ändern. Wenn auf jeden Fall das neuere Set rauskommt, in dem es um die ganzen Shinies geht, und zwar Paldeas Schicksale, da werden wir natürlich super viel öffnen. Eigentlich alles, was geht. Wir werden jedes Sealed-Produkt uns holen und öffnen. Deswegen, Leute, lieben gerne ein Abo dalassen, falls ihr die ganzen Sealed-Produkte auf jeden Fall sehen wollt, was da drin ist, wie viele Shinies wir ziehen werden. Ich bin auf jeden Fall super hyped und wir haben einen Flunkiefer dabei. Ey, mit Schmollschlag. Ja, ich glaube, ja, so werde ich am Ende des Tages dann auch aussehen. Nein, ich werde heute nicht schmollen. Wir haben ja schon ein paar coole Karten gezogen. Ja. Leute, aber apropos neue Sachen und Milchtüten. Es wird bald auch noch eine neue Milchtüte geben. Also, ne, ich hoffe, also Leute, für die, die jetzt gerade nicht gespoilert werden wollen, was neue Sealed-Produkte anbelangt, die kurz mal weghören für so 10 Sekunden. Oder es gibt einfach so ein bisschen, weil wir scheinen ja hier eh nichts zu ziehen. Nein, gerne dranbleiben. Oh, wir haben auch Pekko. Okay, auch cool, aber halt auch erstmal in Anführungsstrichen nur eine Free-Karte, aber okay. Nein, es wird bald noch eine neue Milchtüte geben, und zwar von Enigmara tatsächlich. Ich müsste euch wahrscheinlich auch das Bild hier gerade noch einblenden, weil ich das letztens auch online gesehen habe. Und ja, sehr cool. Also Enigmara war ja eher so ein bisschen die... der gewollte Lieblingscharakter von Pokémon oder von Game Freak oder wie auch immer. Tatsächlich, ich weiß nicht, ob Enigmara jetzt so der größte Lieblingschar der Allgemeinheit wurde. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, sie sollte es eher werden, aber wurde es, also wurde es, glaube ich, letztendlich nicht wirklich, ne? Enigmara ist auf jeden Fall ein interessanter Charakter, aber... ich glaube, Aoki und vielleicht so ein paar andere Chars, die wurden es dann eher... Okay, die Energiekarte sieht irgendwie weird aus. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das... ob ich mir das einbilde oder ob es wirklich so ist. Aber die Stahlenergie sah gerade auf jeden Fall nicht so geil aus. Okay, genauso wie dieses komplette Pack, Leute. Wir haben hier nochmal jetzt einmal Fusionsangriff und dann sind wir auch schon mit der nächsten Turnierkollektion durch. Und oh mein Gott, wie schlecht können Premium-Turnierkollektionen sein? Und sie dachten sich einfach so, ja, wir liefern heute einfach mal gar nicht ab. Das hätten wir, also ich hätte sie tatsächlich doch sealed lassen sollen. Nein, wir sind ja noch nicht fertig. Wir haben Karpils und wir haben ein Inferno-Brot. Und damit kommen wir zur letzten Turnierkollektion mit Drachenwandel, Leute. Also die Hoffnung ist noch nicht komplett, ja, komplett verloren. Ich bin gespannt. Professor Esche, wie stehen Sie zu diesem heutigen Video? Wir werden die Antwort nach den nächsten 8 Packs erfahren. Wir haben Cynthias Ehrgeiz, Zwirklub, Shinux, Hukumil, Felilu, Krypuk, Staralili, Snibunna und ein Befehl vom Boss. Okay, das fängt tatsächlich schon cool an. Und ich hoffe, Cyrus befiehlt dem Gott Arceus heute nochmal, dass wir hier auf jeden Fall was Geiles noch drin haben werden. Weil da würde ich mich schon... Leute, da bin ich ehrlich, ich würde mich schon drüber freuen. Wir haben Walgürtel, Kokowai, Pupanze, Picochilla, ein Panflamm, Palimpalim, Golbit, Pliprin und Cynthias Ehrgeiz! Oh mein Gott, und da ist die nächste Trainer-Full-Art-Karte! Und über die Trainer-Full-Art, darüber freue ich mich mal wirklich, denn Cynthia habe ich tatsächlich noch gar nicht. Und Cynthia ist einer der, ja, ich glaube, der Charaktere, die man mal unbedingt ziehen will. Oh mein Gott,
Okay, das ist die erste Karte, über die ich wirklich sagen kann, die nehme ich auch gerne mal heute mit. Crazy. Okay, das ist damit die dritte Trainer-Full-Art-Karte, die wir hier ziehen. Okay, Cynthia, danke dir. Damit war das Opening hier heute nicht komplett verloren. Nein, Leute, ich will ja keine schlechte Laune verbreiten. Okay, wir gucken, was auf jeden Fall in den letzten Packs hier noch mit drin ist. Denn wir haben hier heute, wartet mal, ich glaube 8, sind ja 8 Packs, glaube ich, pro Turnierkollektion. 8, 16 sind 32. Wir haben hier fast ein komplettes Display heute gerippt. Und ja, ich glaube, ein Display wäre fast schon lohnenswerter gewesen. Okay, Drachenwandel. Komm, wir heben sie uns wieder bis zum Schluss auf. Sorry, wenn ich es für euch jetzt so spannend mache. Aber hey, wir wollen hier natürlich auch so ein bisschen Spannung haben, ne? Und das Beste bis zum, oder das vermeintlich Beste bis zum Schluss aufheben. Wie Primova, Seemops, Formeo, Scaraborn, Formeo, Ocknatoll. Und dann gehen wir nochmal in das nächste Schaurige Herrschaft. Ich weiß es nicht, wir hätten so viele Packs einfach skippen können, ne? Wir hätten so viele Packs einfach skippen können. Aber man kann ja im Vorfeld, ja nicht wissen. Es tut mir leid. So, wir haben Melanies Überzeugung. Ja, komm, überzeug uns jetzt ja auch nochmal. Hornliu, Sneevil, Chimpep, Kloptopus, Fleckmon. Und auch dieses Pack war nichts für uns. Und damit kommen wir zu den beiden Drachenwandel-Packs. Leute, würden wir jetzt das hier live streamen, dann würde ich sagen, hyped auf jeden Fall nochmal richtig. Aber ich bin gerade alleine. Und alleine uns hypen, weiß ich nicht, ob ich das jetzt gerade hier noch hinkriege. Wir haben Lombrero, Fletiamo, Kiesling, Arctip, Kleptifuchs. Da haben wir Yorklef, ein Hippopotas, ein Shopping Center und wir haben ein Enteholo. Und damit hängt es jetzt alles an diesem Nachtara hier. Weiß ich jetzt nicht. Es ist noch alles drin. Vielleicht habt ihr mehr Glück mit den Codes, Leute. Das kann ja auch sein. So. Wir beginnen mit einer stählernen Energie. Dann haben wir Hubelupf, ein Sedimantor, Barschwa, Cotini, Fleknäuel, Emolga, dann haben wir Luturzel, okay, Gummihandschuhe in Reverse. Und ein Bradavatz, okay. Aber ich muss sagen, ich bedanke mich definitiv an Cynthia, bei Cynthia und den anderen beiden hübschen Ladies hier. Ja, und ich bedanke mich definitiv auch bei euch fürs Reinschauen. Und vielleicht, wer jetzt sehr viel Paradox Rift geöffnet hat, der hat gewusst, dass Miltank auf jeden Fall in dem letzten, zuletzt erschienenen Set vorkam, und zwar im Paradox Rift. Leute, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich bedanke mich und ich wünsche euch was. Haut rein! Ciao!